Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem fünften Spieltag. Unser heutiges Spiel gegen Fortuna Köln endete 2:0. Wir durften 8.544 Gäste begrüßen. Neben mir sitzen die beiden Cheftrainer, zu meiner rechten Uwe Kuschinger und auf der linken unser Cheftrainer Norbert Meyer. Das Wort gebührt wie immer zuerst dem Gast. Kuschinger, bitte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich beginne die Pressekonferenz heute zunächst einmal mit einer Idee, die wir eigentlich mit diesem Spiel verbunden haben, auch wenn das heute über 90 Minuten relativ schwer erkennbar war, dass wir eine hatten, aber das war tatsächlich so. Für mich hat Fußball gerade jetzt zu Beginn dieser Saison in unserer Situation und mit Sicherheit auch in der Situation, in der Arminia Bielefeld vor dem Spiel war, auch immer ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Insofern war es heute absolut unser Ziel, das Stadion hier zu einem Faktor zu machen, ähnlich wie wir es in Halle geschafft haben. Zunächst einmal aus einer tiefen Staffelung heraus schneller Konteraktionen zu fahren, mit einer extrem hohen Aggressivität zu verteidigen, geschlossen in den Ball zu spielen und dieses Stadion eben zu einem Negativfaktor für die Arminia werden zu lassen, indem es hier unruhig wird gegen den Aufsteiger und wir die erste Phase erstmal souverän überstehen. Dafür, und das ist der entscheidende Faktor gegen so viel Qualität, ist natürlich entscheidend, dass man eine wahnsinnig schnelle Wahrnehmung hat, dass man Situationen schnell auffasst, dass man eine Bereitschaft hat, vorwärts zu verteidigen aus seiner Position heraus. Und diese Dinge haben wir heute schlichtweg vermissen lassen. Insofern war es dann sehr, sehr schwierig, nach dem 0-2 ins Spiel zurückzukommen, auch dieses Spiel zu coachen. Denn bei der Qualität, die Arminia gerade im Konterfußball hat, mit dem 2-0 im Rücken, besteht natürlich immer die Gefahr, dass du auch ein kleines Debakel erlebst und hätte Poggenburg in der zweiten Halbzeit in den Situationen nicht sofort reagiert, dann wäre das auch tatsächlich möglich gewesen. Ich glaube, wir waren heute zu keiner Phase dann wirklich in der Lage, die Arminia so festzusetzen, dass wir uns einen Anschlusstreffer verdient hätten und müssen am Ende leider konstatieren, dass wir hier heute noch mit einem blauen Auge davon gekommen sind, was das Ergebnis angeht. Ich glaube, wenn wir als Aufsteiger in unserer Konstellation mit einem sehr, sehr großen Teil an Spielern, die eben primär Regionalliga-Erfahrung haben, da war es schon klar, dass wir in dem ein oder anderen Spiel möglicherweise auch mal an unsere Grenzen geführt werden. Der entscheidende Faktor ist für mich, daraus zu lernen. Der entscheidende Faktor ist, sich auf das nächste Spiel auszurichten und letztendlich die Dinge wieder in die Waagschale zu werfen, die wir richtig gut können. Dann können wir ein unangenehmer Gegner in dieser Liga sein, wenn wir so auftreten wie heute. Gegen Team wie Arminia Bielefeld, das auf Strecke mit Sicherheit eine deutliche Distanz zu uns erreichen wird, in der Tabelle, wird das dann sehr, sehr schwierig. Daraus, wie gesagt, müssen wir lernen. Wir müssen auch in der Lage sein, in solchen Spielen zu punkten. Heute waren wir es nicht. Dankeschön. Vielen Dank für das Statement. Ich reiche das Wort weiter an Norbert. Ja, es freut mich für die Mannschaft, dass wir nach dem Pokalspiel gegen Sandhausen, was wir erfolgreich bestreiten konnten, hier heute auch in der Meisterschaft haben nachlegen können. Ich denke, die zwei frühen Tore haben uns dabei auch in die Karten gespielt. Die Tore allerdings blitzsauber auch rausgespielt. Waren wunderschöne Tore, das muss ich wirklich sagen. Ordnung insgesamt besser in der zweiten Halbzeit, wo wir dann auch gewisse Umstellungen im Anlaufen der gegnerischen Mannschaft getroffen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer gefährlich, wenn du auf eine 2-0 führst gegen einen Gegner, der dann viel mit diesen langen Bällen auf zweite Bälle ausgeht. Wenn du gegen so einen Gegner spielst, kann es immer passieren, dass mal einer durchrutscht, aber wir haben auch versucht, das dritte Tor zu erzielen, was uns leider nicht geglückt ist, aber es waren Möglichkeiten da. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin eben gefragt worden, ob dann Fortuna Köln der richtige Gradmesser ist. Da kann ich nur drüber lachen. Naja, auch Fortuna Köln, wir haben hier gegen Halle verloren und Fortuna fährt dann nach Halle und gewinnt dort 2-0. Es gibt keine Mannschaft, die kein Gradmesser ist. Auch da stehen Jungs drin, die alles geben in 90 Minuten. Und auch sie haben uns heute eine Menge abverlangt. Wir mussten bis zum Schluss wach sein. Im Endeffekt, denke ich, ist der Sieg in Ordnung. Und wir haben damit die englische Woche mit einem positiven Erlebnis, gerade hier zu Hause, anfangen können. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Norbert Meyer. Jetzt wie immer die Zeit für Fragen. Gibt es Fragen an beide Cheftrainer? Dem ist nicht so, dann wie immer kurz die Ergebnisse von den anderen Plätzen. Kiel, Cottbus 0:1, Regensburg, Rostock 4:4, Mainz 2, Unterhaching 1:5, Halle, Stuttgarter Kickers 1:2, Osnabrück, Münster 0:1 und Erfurt, Dresden 2:0.
Uns zieht es am Mittwoch zumindest vor Duisburg. Unsere Gäste von Fortuna Köln spielen einen Tag eher schon zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Unseren Gästen eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal.